Die seit dem Wochenende andauernde Gewalt in Israel ist am Abend eskaliert. Eine der heftigsten Unwetterkatastrophen seit Jahren hat im Westen Deutschlands Landstriche verwüstet und Häuser weggespült. In Kassel haben am Samstag tausende Menschen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung demonstriert, bei denen die Polizei Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt hat. Vor einigen Monaten drangen so die ersten Gerüchte und auch Augenzeugenberichte aus diesen Lagern nach außen. Es war die Rede davon, dass in diesen Lagern die Uiguren und auch andere Minderheiten eingesperrt werden. Es war auch von Zwangsarbeit die Rede. Was ist eigentlich meine Rolle in diesem ganzen Chaos? Und wie konnte es überhaupt so weit kommen? Unter den dem Menschen innewohnenden Instinkten, die selbst in seine Natur eingepflanzt worden sind, ist die Suche nach einem höheren Wesen, zu dem er sich wie durch eine magnetische Kraft hinzugezogen fühlt und die auf seine Seele wirkt. Allah Akbar, Allah. Die Liebe eines Menschen zu seinem Reichtum, seinen Kindern oder zu seiner Ehegattin oder die Verlockung durch eine süße und entzückende Stimme sind nur Zeichen seiner Suche nach dem wahren Ziel der Liebe, das alle Herzen zu sich zieht. Aber der unvollkommene menschliche Verstand kann weder dieses geheimnisvolle Wesen erfassen, noch kann das materielle Auge es entdecken, das wie ein Funke in jeder Seele verborgen ist. Daher ist die wahre Erkenntnis seines Daseins von größten Schwierigkeiten begleitet, und auf der Suche nach ihr werden größte Irrtümer begangen. Du bist ein Ahmadi-Muslim. In dir steckt da ein großes Potenzial, den Menschen auf dieser Welt einen Ausweg aus dieser Unordnung aufzuzeigen. Gehe diesen Schritt und nehme teil am nationalen Tabligh-Seminar 2021 und werde zu einem Rufer zu Allah. Stelle dich den Herausforderungen dieser Zeit und finde Antworten auf deine Fragen durch interaktive Sitzungen, offene Diskurse und spannende Vorträge mit ehrenwerten Gästen. Vom 24. bis zum 26. Dezember in der Jame Ahmadiyya in Riedstadt und online. Sei dabei und melde dich jetzt an.